Wenn einer was auf dem Kerbholz hat, dann hat er meistens was ausgefressen. Aber ich habe hier ein richtiges Kerbholz. Und wofür die Dinge eigentlich gut sind, das kann ich euch kurz erklären. Jede dieser Kerben hier steht für ca. 4 Liter Wein, die gekauft wurden. Und im 17. Jahrhundert hat man auf diese Art festgehalten, was man geh- und verkauft hat. Und dieses Kerbholz und andere wunderbare Sachen könnt ihr am 2.3. bei uns im Archiv beim Tag der Archive gehen. Es geht dieses Jahr um das Thema Essen und Trinken und wir zeigen euch allerhand zum Thema Bier, Brot, Fischkonserven, Marmeladen und Fernsehköchen. Kommt gerne vorbei. Das ist die Rokoma, Rostocker Konfitüre und Marmeladenfabrik, und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, weil Bedarf da war an viel Nahrungsmittel. Wurde überwiegend von Frauen alles bearbeitet. Hier sieht man die Pflaumenproduktion. Also die Pflaumen kamen nach der Ernte sofort rein, wurden sortiert in Einmachgläsern und dann wurde das so schön nach oben gestapelt. Und das war die Truppe 1960.